Abend zu. Sie sehen nicht aus, als könnten Sie sich leisten, Aufträge abzulehnen. Was wollen Sie? Wie wär's für den Anfang mit Feuer? Und damit ein anderes Sekunden zurück zu Bioshock Infinite. Shit, ich hab den Namen der... Auf jeden Fall von DLC. Na, ihr werdet in, im Untertitel sehen, was für ein DLC es ist. Ich hab's gerade vergessen, den Namen. Auf jeden Fall Episode 1, das weiß ich. Und damit... Ey Leute, was geht es gerade? Keine Ahnung, wie viel los ist. Also lass uns zocken. Wir zocken heute mit dem DLC... fangen heute an mit dem DLC Bioshock Infinite. Sie, keine Ahnung, irgendwas. Episode 1. Ha? Ich weiß, es ist lange her, aber erstmal zünden wir die Zigarette der Frau an, bevor wir irgendwas anderes machen und ich weiter erkläre. Haben Sie auch einen Namen, Miss? Elizabeth. Nennen Sie mich Elizabeth. Was kann ich für Sie tun? Sie müssen ein Mädchen für mich finden. Vielleicht kennen Sie sie. Dieses Mädchen. Dieses Mädchen ist tot. Sie kennen sie. Solche gibt es Dutzende unten bei den Docks oder im Apollo Square. Waisen. Ohne Fontaines soziale Einrichtung ist kein Platz für sie. Aber Sie kennen sie. Wie gesagt, sie ist tot. Verschwunden. Hören Sie, ich weiß nicht, woher Sie das... Verschwunden ist nicht tot. Nennen Sie Ihren Preis, ich bezahle Sie. Aber diesen Job würden Sie auch ohne Honorar übernehmen, nicht? Ich verstehe nicht. Ich bin mir sicher, Sie machen's. Ich weiß, dass es dass Bioshock Infinite schon seit 2013 draußen ist, aber ich habe mir jetzt vor kurzem die DLCs gegönnt und ich dachte mir so, weil ich mir halt das ganze Collector's Edition gegönnt habe, werde ich das hier zu Ende führen, wie mit den DLCs, und dann anfangen mit Bioshock 1 und 2 Remastered. Also zuerst Bioshock 1 natürlich mit Remastered und dann Bioshock 2 Remastered. Ich habe von den beiden noch nichts gespielt. Ich habe sogar noch nicht mal die erste Version gespielt. Das ist zwar traurig, aber habe ich leider noch nicht. Also werde ich das auf jeden Fall machen. Deswegen will ich erstmal das fertig machen, bevor ich irgendwas anderes anfange. Und ja, mal gucken. Ich habe von diesem DLC noch nichts gesehen. Ich habe nur gehört, aber noch nicht gespielt selber. Mal gucken. Also für mich ist das jetzt auch neu. Ich glaube mal für euch nicht, aber... Mein Instinkt hat also nicht getrunken. Wo ist Sally? Ich weiß nicht. Aber ich kenne wen, der es weiß. Kommen Sie. Okay. Starten wir direkt unter Wasser. Was wollen Sie von der Kleinen? Wozu ich sie brauche, ist meine Sache. Aber ich weiß, wo ich anfangen kann, sie zu suchen. Und ich habe das Gefühl, ein Mann wie Sie könnte mir dabei nützlich sein. Soll das so komisch sein? Also... Ryan ist ein dicker Fisch in einem verdammt kleinen Teich. Wie du meinst, Kumpel. Ich sage, wieso nur eins? Ganz schön viel Cash, ne? 3 Münzen. Ach ja, ja. Ich weiß nicht. Was ist mit diesen Mädchen? Was haben die? Waren sie Einsiedlerinnen in Arcadia? Little Sisters. Kleine Adam-Fabriken. Das ist ja bizarr. Okay. Also wir sind in Zeitschleife da. Sind wir deshalb nach Rapture gekommen? Kompromisse gab's auch in Red Hook. Wir sind alle nur Menschen, Alan. Mit so einer strengen Haltung wirst du nie glücklich. In welchem Land ist noch Platz für Menschen wie mich? Menschen, die sich nicht den Parasiten und den Zweiflern anschließen wollen. Ja, ja. Aber selbst Andrew Ryan macht mal Urlaub. Irgendwie sind wir in der Zeitschleife, die direkt drin... Los. Wir haben nicht ewig Zeit. Wo Booker schon in Rapture ist. Wer sich damit auskennt, und da... Wie die unter diesen Anzügen aussehen? Also ich finde, man sollte nachweisen müssen, dass man etwas von einer Sache versteht. Ich habe jetzt auch keine Lust eigentlich... Ich will eigentlich immer alles durchsuchen, aber... Das ist jetzt mir ein bisschen zu viel Arbeit, ne? Das muss ich ehrlich sagen, das ist... Komisch. Was? Dass Sie nichts über die Little Sisters wissen. Seit wann sind Sie in Rapture? Sagen wir, ich gehe eben nicht oft aus. Sie haben aber Augen und Ohren. Wollte ich mein Leben erzählen, Mr. DeWitt, würde ich meine Memoiren schreiben.
Ich dachte immer, hier in Rapture kümmern sich die Leute um ihre eigenen Angelegenheiten. Wo gehen wir hin? Zu einem Mann im Garden of the Muses. Woher wissen Sie? Ich habe meine Quellen, Mr. DeWitt. Sollten Sie bessere Informationen haben, wo Ihre Kleine steckt, schlage ich vor, Sie nutzen sie. Push. Wo gehen wir hin? Wann haben Sie Sally zuletzt gesehen? Was? Man hat sie entführt, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Einfach entführt. Unten beim Surprise. Sie waren am Spielen und... Auf einmal war sie weg. Und? Ein Freund von mir, ein Cop, Sullivan. Er sagte, sie trieb im Wasser bei den Docks. Haben Sie die Leiche gesehen? Sie. Haben Sie die Leiche gesehen? Diese Welt schätzt Kinder, nicht die Kindheit. Es gibt was zu verdienen und Menschen, die es tun. Ich bringe Sie zu einem solchen Menschen. Mr. DeWitt, alles okay? Ja, ja. Nur ein kleiner Schwindelanfall. Das geht vorbei. Was war das gerade? Eine Erfrischung, Sir? Madam? Nein, nein, danke. Okay. Okay. Ah, ja. Ich gibt's ja kein dieses komische Salz, sondern dieses Eden, Eve oder keine Mr. Ahnung, wie das DeWitt. Heißt. Wir finden meine Quelle da drin, in diesem Club. Cohen? Was hat denn dieser Irre mit Sally zu tun? Welches Unternehmen vertreten Sie, Sir? Unternehmen? Ja, welches Unternehmen? Detektei DeWitt. Mr. Cohen gibt sich prinzipiell nicht mit Privatdetektiven ab. Einladungsmasken wurden nur an Künstler und Kreative verschickt. Ich bin vom Artist Struggle, wir werden erwartet. Keine Maske, kein Zutritt. Blödes Arschloch. Diese Einladungsmasken, die er erwähnt hat, die gingen sicher an das hiesige Kunstgewerbe. Tja, dann werden wir jemanden überreden müssen, uns eine zu leihen. Raptures Geschäft ist das Geschäft. Hier steht, die Party wird gesponsert von Artist Struggle, Golden Rule und Rapture Records. Irgendwo müssen wir anfangen. Warum nicht in einem von den Läden? Drei der ansässigen Läden scheinen eine Einladung zu Golden Club erhalten zu haben. Du kannst am Telebildschirm dein aktuelles Ziel auswählen. Drücke U, um den Bildschirm aufzurufen. Ach so, okay. Okli-dukli. Aber da ist die Frage, wo das ist. Wo das ist, wo wir hin müssen. Ich hätte mein Timer anmachen sollen. Rapture? Ein Mann. Ehrlich? Sie wirken gar nicht wie eine Romantikerin. Ging auch nicht um die Art, Mann. Sondern? Um eine Schuld, die noch offen ist. Naja, wie ein Kreditteil wirken Sie auch nicht gerade. Geht auch nicht um die Art Schuld. Was soll denn die Übernahme von Fontaines Geschäft durch war ein anderes... Okay. Ich frage mich, über was für eine Art Geschäft es sich handelt hier. Einladungen zu Cohns Shows sind ausgesprochen begehrt. Niemand wird uns einfach so eine geben. Glauben Sie, Sie könnten den Verkäufer ablenken, während ich mich ein wenig umsehe? Finden Sie die Maske. Das mit der Ablenkung übernehme ich. Willkommen. Oh. Ich hab irgendwie das Gefühl, hier ist das genauso mit Finden Sie die Kleinen und tilgen Sie die Schuld. Entschuldigung, die Lady hatte ein paar Fragen an Sie. Ja, natürlich. Ich interessiere mich für dieses Stück. Ah, wunderbar. Sie haben Geschmack, Miss. Natürlicher Saphir und Diamant, der Ring 18 Karat Gold. Echtheitszertifikat Paris 1887. Der mittlere Cabochon ist... Verzeihung, Sie kennen sich ja gut aus mit gestohlenen Schmuckstücken. Wie bitte, Miss? Gestohlen aus Ihrem Sarg in Twilight Hills. Haben Sie etwa gedacht, wir würden das nicht merken? Ich kann Ihnen versichern, dass... Die Versicherungen eines Grabräubers interessieren mich nicht im geringsten. Aber wenn Sie mir den Ring jetzt zurückgeben, werde ich die Sache auf sich beruhen lassen. Verdammt. Sie muss woanders sein. Das verficke ich mir. Hörst du, Schlampe, oder ich schmeiß dich eigenhändig raus. Nimm deine Pfoten weg! Verschwinden wir lieber, bevor er wieder zu sich kommt. Fündig geworden? Nein. Nehmen wir uns einen anderen Laden vor. Das ist nur eine Frage. Scheda, die hat ihn aber Richard rangenommen.
Ja, muss man sagen. Dr. Steinman sagte. Rapchuck oder Records. Hier mit Ladenbesitzer sprechen lassen. Wir müssen wieder nach hinten, oder? Ja. Sehen Sie die Puppe, die mit mir reingekommen ist? Lesen Sie ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Dann soll das Ihr Schaden nicht sein. Natürlich, wie Sie wünschen. Was ist das für ein Stück? Das ist von Trenet. Aber was Sie da hören, ist eine Interpretation von Jack. Muss diese Kiste finden. Nimmt mich einfach gefangen. Besonders diese Art von Musik. Ja. Als ob sie ein Urinstinkt, finden Sie nicht? Einen Trieb, der vor jedem Denken darf. Ich wollte nur ein bisschen Musik machen. Pure Sinn. Ach, hier. Nichts. Oh, tja. Dann bleibt nur noch ein Laden übrig. Ich muss gehen. Ich muss hier weg. Noch eine einzige Note und es ist um mich geschehen. So. Wieder nichts? Nein. Aber eine Chance haben wir. Und wenn wir da auch nicht fündig werden? Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wusste ich doch, dass wir rumgehen müssen. Aber ich mache jetzt, ich habe jetzt teilweise fast zwei vergessen. Was ist das denn? Müssen wir da rein? Ne, sieht nicht so aus. Fontaine wurde doch nur aus einem Grund von Ryans Schergen ausgeschaltet. Aber wieso war mir das die ganze Zeit klar, dass wir da eins finden? Weil das ist das Letzte, wo wir jetzt suchen können. Also muss es ja hier sein. Oh shit, sieht das geil aus. Hey Kumpel, könnten Sie der Dame mal helfen? Ja, natürlich. Interessant, nicht wahr? Das ist ein Original Sander Cone. Es heißt Miasma. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht besonders viel von... Wo hat er die Kiste versteckt? Was empfinden Sie dabei? Ehrlich gesagt würde ich lieber meinen Mund halten, eher laute Albernheiten heraussprudeln. Da bist du ja, du kleines Miststück. Können Sie das machen? Ich würde es so gern verstehen. Nun, mit diesem Werk willkommen den ewig währenden Kampf des... Sie haben mir so viele Denkanstöße gegeben. Mir schwirrt fast ein bisschen der Kopf. Darf ich morgen vielleicht wiederkommen, damit Sie mich weiter in die Materie einführen? Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Dann bis morgen. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich war gerade anscheinend ein bisschen betrunken. Sie haben die Maske gefunden. Aller guten Dinge sind drei. Okay, dann gehen wir doch jetzt wieder zu Cone. Ja. Würde ich auch sagen, oder? Gute Arbeit bei den Verkäufern. Trickbetrug scheint Ihnen in den Genen zu liegen. Dafür können Sie sich bei meinem Vater bedanken. Ah, ja? Er war ein Mann, der sich in den unterschiedlichsten Rollen wohlgefühlt hat. Hören Sie auf, solange Sie im Plus sind. Also ich hatte auch eigentlich nicht Lust, ins Minus zu gehen. Are you in the know? You've doubtlessly sampled products from Fontaine Futuristics. But do you know why Ryan Industries saved it? Frank Fontaine, business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristics' owner. But, a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Ja, ich weiß Bescheid. Okay. Wir müssen zurück zum Club. Da ist er ja direkt. Oh. In welcher Branche sind Sie so? Branche? Na, beruflich. Es ist nämlich schleierhaft, zu was für eine Art von Job es gehört, mich bei so einem Auftrag zu begleiten. Man könnte mich vielleicht als eine Art Schuldeneintreiberin bezeichnen. Okay. Club betreten. Ah,
Sehr schön. Mr. Cohen freut sich auf Ihre Teilnahme an seiner Darbietung. Kommt die Frau jetzt überhaupt mit? Weil wir haben ja nur eine Maske. Wer ist dieser Kerl überhaupt, dieser Cohen? Irgendeine Unterweltgestalt? Schlimmer. Er ist Künstler. Ein Künstler, der Kinder entführt. Cohens Fable ist ein wenig komplexer. Ich kenne Typen wie ihn. Hat eine fixe Idee und lässt sich durch nichts davon abbringen. Egal, wer dabei auf der Strecke bleibt. Tja, aber das werden wir leider in der nächsten Episode erst erfahren, was sie jetzt genau machen. Wie verwendet euch ein bisschen gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Und tschüss.